Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Show News vom 18.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und hier ist alles, fast alles neu. So, als allererstes mal werde ich diese Banner hier, also erstmal gibt es hier diese neuen Banner Skins. Da habe ich auch ein paar Gameplay-Videos zu machen können, weil eben diverse Skins davon auf der Map rumgerannt sind. So, und das alles in nur wenigen Matches, das heißt, die sind sehr gut angekommen. Auch den Holoscan als Lackierung kann ich euch präsentieren. Zwei Skins haben den in einem Match sogar gespielt. Und das Ding hier werde ich dem Herrn sofort holen. So, jetzt muss ich gucken. Sofort und gleich TTV. Machen wir das mal so. So, jetzt brauche ich gar nichts dazu zu sagen. Und das hier werde ich sofort und Herrn... So, und dann machen wir hier. Vom Waschi. So. Viel Spaß damit. So. Sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Bärchen hier. Gut. Alle Geschenke wurden erfolgreich abgeliefert. Ja, jetzt habe ich die gar nicht bewertet. Und die kann ich jetzt auch gar nicht mehr sehen. Ja. Eigentlich eine ganz tolle Idee. So, dann gehen wir mal hier oben in den Glitter-Emote rein. Ja, für 500 V-Bucks das Teil. Glitter, ihr wisst, ich stehe da nicht so drauf auf das Ding. Aber ich weiß, dass es mega beliebt ist und deswegen kriegt es immerhin von mir 7 von 10. Ja, und dann haben wir ein Voting von 4,3 von 5 bei 23 Votes am 28. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3x 66 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 21 Tagen. Dann geht's hier weiter mit dem Sternenstab. Und das Schöne an dem sind einfach diese Sternchen, die dabei rauskommen. Ansonsten ist das Ding ziemlich gräuselig. Aber allein wegen den Sternchen, die da rauskommen, gebe ich dem Ding immerhin mal 6 von 10. Es ist Star Wand und Star Wand hat hier ein Voting von 3,65 von 5 bei 17 Votes. Am 19. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem. 27 Spiel meines letzten Mal im Shop vor 28 Tagen. Jo, dann machen wir hier weiter mit dem Extraterrestrial. Für 500 V-Bucks, mega cooles Teil, kriegt von mir 10 von 10. Und es hat ja ein Voting von 4,06 von 5 bei 18 Votes. Am 8. Juni 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 37 Reminders. Setzen wir im Shop vor 24 Tagen. Jo, dann kommen wir hier schon zu der neuen Lackierung, diesem Holoscan. Und wie ihr sehen könnt, ist das alles leicht transparent hier. Also soll er wie so ein Hologramm aussehen. Ja, ich habe es schon jetzt auf der Map gesehen. Ich finde, auf der Map ist es mega cool. Für 300 V-Bucks das Teil kriegt von mir 9 von 10. Auch im Gameplay oben jetzt verlinkt. Scanline hat hier ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote. Jo. 17 Reminders aber jetzt schon gesetzt. Dann kommen wir hier zu den neuen Items, zum Bannergleiter. Ja gut, ist halt ein normaler Standardgleiter. Allerdings mit dem Banner da drauf. Und deswegen, ja, kriegt das Ding von mir tatsächlich auch nur 2 von 10. Ich finde das nicht wirklich so toll. Ist der Custom Cruiser.
Und der Custom Cruiser hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 3 Votes. Bis jetzt noch kein Reminder. Dann haben wir diesen Banner-Umhang. Den habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gesehen auf der Map für 400 V-Bucks. Sieht ganz cool aus, das Teil. Ja, kriegt von mir 7 von 10. Mir ein Voting von 2,5 von 5 bei 4 Votes. Jo. Kein Reminder bis jetzt. Ja, da haben wir hier diese Wappenhacke. Ja, sieht ja nicht ganz so schlecht aus, das Teil. Ne? Für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 7 von 10. Da haben wir momentan ein Voting von 5 von 5 bei 3 Votes. Ja, dann kommen wir hier zu den einzelnen Skins. Der Symbolsoldat. Der Musteraufmischer. Davon habe ich ein Gameplay. Den Signaturschützen. Davon nicht. Und Leutnant Logo. Also, mir persönlich gefällt eigentlich am besten dieser Symbolsoldat oder eben dieser Musteraufmischer. Ich finde den Musteraufmischer eigentlich ganz nice. Den Signaturschützen ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, der ist eigentlich auch ganz cool, ihr Leutnant-Logo. Insgesamt gesehen gebe ich den Skins 7 von 10. Gucken wir doch mal ganz kurz in die aktuellen Votings rein. Leutnant-Logo hat hier ein Voting von 5 von 5 bei 2 Votes. Der Branded Brawler 5 von 5 bei einem Vote. Der Signature Sniper 5 von 5 bei 2 Votes. Und der Symbol Stalwart 3 von 5 bei einem Vote. So, dann geht's weiter. Hier haben wir ein paar Skins, die ich auch auf der Map gefunden habe. Das ist Feldwebel Farbe hier. Die habe ich allerdings nicht gefunden für 800 V-Bucks. Die Mustersoldatin habe ich mehrfach gefunden in beiden Matches. Die markierte Marodeurin habe ich auch gefunden auf der Map. Und natürlich die Banner Trooperin habe ich natürlich auch gefunden auf der Map. Ich persönlich finde die Banner Trooperin am coolsten und hier die markierte Marodeurin. Die beiden finde ich nice. Sehr nice. Kriegen von mir 7 von 10, die anderen beiden kriegen von mir 6 von 10. So, und dann gucken wir mal da in die Votings rein. Dann haben wir hier beim Banner Trooper 5,5 von 5. Ich aktualisiere das nochmal. 5,5 bei 2 Votes. Und dann haben wir den Branded Brigadier. Und da haben wir auch ein Voting von 5,5 bei 2 Votes. Marked Marauder 5,5 bei 3 Votes und Sergeant Sigil, da haben wir 5,5 bei einem Vote. Also insgesamt gesehen kann man eins sagen, diese Skins sind mega gut angekommen, war eine tolle Idee von Fortnite, vom Epic Games Team, da diese Logos bzw. diese Banner-Symbole auf die Skins oder die Items auch mal draufpacken zu können. Jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt einfach mal in den Spind rein und dann ändern wir mal hier unten den Banner und dann gucken wir mal, wie das da aussehen könnte. Schwarz. Und das Symbol könnten wir auch mal den Piraten hier nehmen, oder? Mal den Piraten als Symbol. Schließen wir das Ganze mal. Und dann gehen wir mal hier rein in den Item Shop und dann sehen wir auch schon, ja, so würde das dann aussehen. Ne? Hier können wir wirklich mal ein bisschen rumspielen. Gehen wir nochmal in den Spind rein. Die Farbe. Ah, grün ist, glaube ich, nicht so toll. Orange. Symbol. Machen wir mal. Scooby Dooby Doo, where are you? Und
So würde das dann hier aussehen. Passt vielleicht so ganz gut. Ja, kann man auf jeden Fall schön mit rumspielen mit den ganzen Dingern hier. Wir haben ja noch andere. Wir haben ja Gründer. Wir haben ne, die Standard-Dinger da. Gründer Battle Royale. Das Entchen und die Farbe machen wir mal hellblau. Kann eigentlich die Farbe von dem Entchen auch ändern? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das wird jetzt echt schrecklich aussehen, oder? Da ist die Ente drauf. Das sieht jetzt echt gräuslich aus, oder? Da ist jetzt die Ente drauf. Hinten drauf auch. Ja, da kann man schöne, schöne kleine Spielchen mitmachen. Avengers. Oh, aber denn da sonst noch? Ja, natürlich. Das ist natürlich, das ist ja die Cobra, die haben wir ja jetzt erst gesehen hier beim Maverick. Beim Rebell. Kann man ja eigentlich schon fast hier, Moment mal, dieses Maverick. Diesen Maverick-Style machen auch wieder in schwarz hier, ne? Grau. Ist ja nicht unbedingt schwarz. Gucken wir mal hier. Ja. Ja. Es wäre hier Maverick-Style. Nur eben mit anderen Skins. Oh ja. Oh ja. Nice, nice, nice. Ja, kann man auf jeden Fall einiges mit... Oh, das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Kann man einiges mit anfangen hier. Finde ich ganz witzig. Da machen die Banner wenigstens auch mal ein bisschen mehr Sinn hier. Ja, die Gameplays am Ende des Videos verlinkt oder oben in der rechten Ecke zwischendrin mal. Müsst ihr mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite, Daily Shop News mit dem Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.